4 Yellow Cape kommen, 4,5 werden hier gebraucht. Hier kommen 9 raus. Da braucht man 2 von diesen Anlagen, damit es durchläuft. Okay, ganz wichtig. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Eigentlich müsste es heißen Captain of Chaos, denn momentan, ja, greift das Chaos ganz schön um sich, meine lieben Freunde, denn ich habe einen Dominostein bewegt. Und wie es so ist, wenn man einen Dominostein bewegt in Captain of Industry, dann fallen die anderen meistens auch mit um. Aber der Reihe nach, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Captain of Industry reinziehen im Update 1, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet. Genau, ihr seht, ich habe einen Lichtbogenofen Stufe 2 bei meiner Kupferverarbeitung installiert. Warum habe ich das gemacht? Den können wir mal ein bisschen schneller ablaufen lassen, genau. Warum habe ich das gemacht? Weil ich Kohle sparen möchte. Mir ist nämlich eine Sache klar geworden. Erstmal natürlich, dass die Kohle hier so langsam, aber sicher sich dem Ende zuneigt. Dass ich gerne es vermeiden möchte, einen Vertrag aufzusetzen, wo ich Kohle importieren muss von einer Siedlung. Denn da muss man nämlich meistens irgendwas anderes hergeben. Und das wäre eher ungünstig, wenn wir das machen. Ich habe jetzt aber gleich die Schiffswaffenstufe 3 erforscht. Den Schiffsmotor habe ich auch schon erforscht. Den habe ich jetzt schon erforscht und auch schon eingebaut. Genau, wie habe ich das gemacht? Ich habe über eine Stadt, habe ich mir die Mikrochips liefern lassen gegen Gold. Ich habe mein ganzes Gold weggegeben und habe Mikrochips liefern lassen, damit ich dann entsprechend die Forschung zumindest bis zu dem Punkt weiter fortsetzen kann, wo ich bessere Waffen für das Schiff bekomme, um die Kampfkraft zu erhöhen. Denn dann kriege ich nämlich von den restlichen Piraten, wenn ich die besiege, nämlich weitere Chips. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Da spare ich mir dann das Weghandeln von dem Gold, genau. Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Genau, Kohle sparen. Und ich habe ja die CO2-Filterung bzw. CO2-Umwandlung in Graphit erforscht. Das heißt, alles, was im Abgaswäscher jetzt an CO2 anfällt, das wird direkt zu Graphit verarbeitet, meine lieben Freunde. Und das bedeutet, wir haben jetzt genug Graphit, um die Verarbeitung von Kohle in dieser Anlage hier zu Graphit erstmal quasi komplett stilllegen zu lassen. Die wird nur noch dann wirklich benutzt, wenn hier mal zu wenig Graphit von dieser Anlage hier hinten kommt. Also nochmal kurz zur Erklärung. Der Abgaswäscher produziert aus Abgasen, also dem giftigsten, was man raushauen kann, so ziemlich, Schwefel, also mit Wasser zusammen, Schwefel, Kohlendioxid und Dampf. Der Dampf wird ja zum Kühlturm gelenkt und wird da wieder recycelt. Und das Kohlendioxid, das wird dann entsprechend zu dieser Anlage geleitet. Und ihr seht, diese Anlage kann sogar 2 Abgaswäscher verarbeiten, also den kompletten Output, weil das hier haut ja 72 CO2 raus und das hier verarbeitet 144. Also das kann sogar 2 von diesen Anlagen, wenn die komplett durchlaufen würden, verarbeiten. Nicht schlecht, meine lieben Freunde, nicht schlecht. Ihr seht aber, das Wasser wird knapp. Wir haben ein bisschen ein Wasserproblem jetzt aus diversesten Gründen, obwohl ich hier sogar schon auf die Filter umgestiegen bin, die Filterelemente, die habe ich sogar angeschlossen, da wo vorher der Sand drüber lief. Und da kommen 120 Einheiten Wasser raus. Deswegen musste ich diese Anlage hier, die den Schlamm verarbeitet, den Klärschlamm, auch übertakten. Also hochfahren mit Unity. Weil die Menge sonst nicht, sonst sich aufgestaut hätte vom Schlamm. Aber wir kriegen ja 120 Wasser zurück. Und trotzdem haben wir streckenweise ein Wasserproblem. Jetzt gerade nicht mehr ganz so. Ich habe nämlich nochmal ergänzt. Und zwar, ihr seht, ich habe hier eine neue Wasserleitung gelegt von hier hinten. Hier ist nämlich noch eine Grundwasserquelle und wenn wir da nur mit 2 Pumpen arbeiten, dann ist das eine gute Ergänzung, die aber jetzt nicht dazu führt, dass diese Grundwasserquelle hier leer geht, weil das Problem ist nämlich die Grundwasserquelle hier drüben, die ist nämlich so gut wie leer, die wurde nämlich, ohne dass ich das bemerkt habe, nebenbei leer gezuzelt und die muss sich erstmal regenerieren, genau. So, Großlastwagen kann das Ziel nicht erreichen, warum nicht, wo will er denn hin, warum will er denn dahin? Warte mal, da müssen wir mal das ausmachen mit dem Export an der Stelle. Genau, dann fährt er nämlich woanders hin. Der will hier an diesen Treibstofftank ran, aber der kann ja auch eigentlich woanders hinfahren normalerweise. Der kann ja sich sonst wo auftanken. Ich habe ja hier sogar noch einen zweiten, nee Quatsch,
einen vierten Tank ist das, glaube ich, mittlerweile sogar aufgebaut, mit einer Tankstelle sogar noch daneben. Also der kann theoretisch da auch hinfahren, ja. Weil jetzt mittlerweile auch immer mehr Fahrzeuge hier hinten in dem Bereich arbeiten. Auch den, ich habe noch einen Entforster, habe ich noch gebaut hier. Wie heißt es? Forstgerät. Baumerntemaschine, genau. Großer Holzfällernter, so heißt er. Genau, habe ich hier auch noch mal arbeiten lassen in dem Gebiet, weil wir auch ein bisschen sehr viel Holz jetzt verbraucht haben. Dadurch, dass ich nämlich diesen Kohlemangel habe, habe ich nämlich hier jetzt auch einen Teil von unserem Holz in Köhlereien entsprechend verarbeiten lassen zu Kohle. Mit dem Nebeneffekt, dass mehr CO2 produziert wird, das dann entsprechend natürlich auch wieder hier verarbeitet werden kann. Also beziehungsweise, ne, der mehr Abgas entsteht, es wird zu CO2, genau, und dann kann hier natürlich wieder mehr Graphit verwendet werden. Und das schont ja dann am Ende auch wieder den Kohleverbrauch insgesamt, genau. Und deswegen habe ich hier jetzt den Lichtbogenofen aufgebaut, der ja dazu führt, dass man statt Kohle Graphit verbrennt bei der Verarbeitung hier. Und das ist ja wichtig, weil dann fällt natürlich weniger Verbrauch bei Kohle an, weil 3 Graphit sind halt wesentlich weniger Kohle als das, was vorher bei den Hochöfen gebraucht wird. Das sind ja 15 Einheiten pro Durchgang. Und in einem Graphit steckt ja entweder gar keine Kohle drin, wenn es aus CO2 kommt, oder es stecken halt 6 Einheiten auf 12. Also das ist, wenn man das auf 3 runterrechnet, das wäre ja dann durch 3, nee Quatsch, durch 4 wäre das sogar. Also 6 durch 4, kein Plan. Irgendwas mit 2, nee, keine, nee, Quatsch, 2, nee, nicht 2. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Könnte ausrechnen, ist auf jeden Fall wesentlich weniger als das, was bei einem Durchlauf in einem Hochofen durchläuft. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Schiff nochmal zu verbessern, und zwar die Waffen. Die vordere und die hintere Kanone, das machen wir jetzt mal. Das ist wichtig, weil dann können wir nämlich wieder Piraten klatschen. Und dann sind die 990er Piraten nämlich auch kein Problem mehr. Ja, aber ihr seht, es sind ein paar Problemchen aufgetreten. Ich werde jetzt hier einfach noch eine Forschung einreihen, weil jetzt durch die Waffenforschung sind wir damit jetzt ja eigentlich durch. Rechenzentrum Stufe 3. Guck mal, das können wir auch, also Stufe 2 eigentlich. Und Wartung Stufe 3, so rum. Können wir auch mal erforschen jetzt. Ist auch mal wichtig. Und überhitzter Dampf können wir dann auch noch zur Warteschlange hinzufügen an sich. Das ist doch eine gute Idee. Genau, lass das mal machen. Und jetzt müssen wir warten, bis hier das Schiff geupgradet wurde und dann nochmal ein Upgrade auslösen, denn wir wollen ja nicht nur hier die vorderen Kanonen geupgradet haben, sondern auch die hinteren. Also ihr seht, ab und zu ist die Rechenkapazität für alle Anlagen, die diese jetzt benötigen, nicht am Start, und auch die Energie ist manchmal nicht am Start. Ich habe jetzt aber mal noch ein paar Gebäude auf eine sehr niedrige Priorität gesetzt, unter anderem wegen eventuellen Arbeitskräftemangel, aber auch wegen dem Energiemangel. Da habe ich zum Beispiel die ganze Goldproduktion, die habe ich mal auf eine niedrigere Prio gesetzt, damit, wenn Stromausfall ist, die Goldproduktion, die wir jetzt nicht so dringend brauchen, dass die erstmal stillgelegt wird. Genau. Und abgesehen davon halt auch sowas wie Schredder hier, die Sachen schreddern, die müssen nicht unbedingt permanent laufen. Wichtig ist, dass die Raffinerien permanent laufen und dass die Wasserversorgung permanent läuft. Das sind eigentlich so die zwei wichtigen Komponenten, die essentiell sind, dass hier nichts ausfällt. Genau. Ganz wichtig. Und auch hier die Lithiumproduktion muss auch eigentlich nicht immer laufen. Muss man halt immer ein bisschen auf dem Zettel behalten, dass man auch mal die Sachen pausiert, die vielleicht jetzt nicht so notwendig sind. Haben Sie es jetzt schon geupgradet? Nein, haben Sie noch nicht. Es fehlt noch Stahl. Leider kann ich hier mit Unity nicht beschleunigen. Aber da kommt der Stahl schon. Sehr schön. Müssen wir nur ein bisschen Geduld haben. Ja, und ansonsten Atomverarbeitung, ne, ist ja auch eigentlich anstehend normalerweise. Aber ihr seht, da muss noch ein bisschen zugeschüttet werden. Hier ist noch ein kleines Löchlein, was noch zugeschüttet wird. Und hier können wir eigentlich dann auch mal anweisen, dass hier auch noch zugeschüttet werden soll. Dann haben wir hier den ganzen Platz dann entsprechend für die Atomproduktion bzw. für den Atomstrom haben wir dann den Platz hier an der Stelle. Nicht schlecht. Ja, und eventuell können wir dann auch mal so langsam den Forstbereich hier mal zurückfahren, weil an sich blockiert er uns eigentlich nur fruchtbares Ackerland, was wir theoretisch für andere Dinge gebrauchen können. Weil wenn wir hier nämlich keine Bäume mehr anpflanzen müssen, können wir da Farmen bauen. Und auf der anderen Seite können wir dann auch hier das Kraftwerk entfernen, haben hier dann nochmal mehr Platz und solche Sachen. Ja, weil dann würde ich nämlich hier wirklich dann versuchen, möglichst viel mit der Atomkraft zu machen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist hier genug Platz für ein kleines AKW.
Ob wir genug Platz für eins der größeren haben, Stufe 2, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Es wird ja eh erstmal so sein, dass wir den Atommüll vom Stufe 1 Kraftwerk ja erstmal einlagern müssen, um den dann letztendlich wieder weiter zu verarbeiten, weil der ist ja dann der Treibstoff für das Stufe 2 Atomkraftwerk am Ende des Tages. Insofern ja. Genau, was ich auch noch natürlich weitergemacht habe, sind die Aufschüttungen. Wir sehen hier, an der Stelle ist jetzt ein schöne Erdfläche aufgeschüttet worden, die schön fruchtbar auch sein sollte. Und da müsste man auch eigentlich, wenn man hier die Förderbänder und Rohre noch ein bisschen konsolidiert und vielleicht auch diese zwei Regenwassersammler noch entfernt, müsste man hier eigentlich in der Lage sein, nochmal eine schöne Farmfläche rauszuholen. Genau, und ansonsten wird dann halt hier aufgeschüttet. Was ich auch mal gemacht habe, ist, ich habe hier jetzt noch eine Brücke gebaut. Alles offscreen gemacht, mein Lieber. Ich bin so fleißig gewesen. Hier nochmal eine Brücke gebaut, damit die großen LKW da hinkommen. Dabei habe ich aber leider nicht bedacht, dass hier diese Stelle ein bisschen problematisch ist. Hier ist leider das Rohr so nah an der Brücke dran, dass die großen LKW hier leider nicht durchkommen, tatsächlich. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Da muss ich das eine Rohr noch umverlegen. Da müsste es, glaube ich, gehen, dass sie da durchkommen könnten. Aber das Rohr darf dann eben auch nicht an dieser einen Stelle lang gehen. Es ist halt auch wirklich nur dieses eine Rohr. Ja, die großen LKW. Ich meine, man könnte auch zur Not, die können ja hier hinfahren. Ja, man könnte auch hier vorne vielleicht einfach noch eine Brücke machen. Das wäre wahrscheinlich sogar einfacher. Weil hier sind weniger Rohre. Dann hätte man hier nochmal einen Übergang. Dann können sie von da ranfahren. Dann müsste man nur diese Sachen hier auch noch mit unten drunter durchlegen. Wäre auch eine Möglichkeit. So ist das Ding jetzt fertig hier, das Schiff. Sieht gut aus. Dann machen wir gleich noch die zweite Kanone. Wie viel Kampfkraft haben wir jetzt? 900. Nicht schlecht. 900 Kampfkraft, das ist schon ordentlich, meine lieben Freunde. Das kann sich sehen lassen, würde ich mal sagen. Und wenn wir dann das letzte Upgrade gemacht haben, glaube ich sogar über 1000 tatsächlich. Also genug auf jeden Fall, um die 990er Schiffe platt zu machen, genau. Ja, hier drüben baggern wir uns gerade auch in die Goldfläche, in das Golderz rein. Ja, in der Hoffnung, dass wir vielleicht da hinten die Kohle noch erreichen, bevor uns die Kohle hier ausgeht an der Stelle. Aber es wird wahrscheinlich, wie gesagt, wenn ich es noch schaffe, jetzt mehr Energie zu produzieren und damit mehr Lichtbogenöfen zu betreiben und damit auch dann energieeffizienter zu werden, dann könnte es eventuell klappen, dass wir den Kohleverbrauch so weit hinauszögern, dass wir da hinten noch rankommen. Aber ja, ich meine, einige werden jetzt sagen, versuch doch einfach auf eine andere Art dahin zu kommen. Ja, man könnte theoretisch hier einfach jetzt aufschütten. Oder hier an der Stelle. Könnte man machen, ja. Ich meine, mache ich jetzt nicht. Ich lasse es einfach mal drauf ankommen, ja. Also, ich schaue einfach mal. Genau, ihr seht, ich habe auch das zweite Solarpanelfeld nochmal ein bisschen vergrößert. Das ist ja auch wichtig, dass noch ein bisschen mehr Solarenergie reinkommt. Ja, und ansonsten habe ich halt Kleinigkeiten gemacht, ne? Ich musste halt viele von den Leitungen nochmal neu legen, von den Förderbändern, damit die eben nicht hier irgendwas blockieren. Hier habe ich für die Möbel noch ein großes Stückgutlager aufgebaut. Ja, damit halt einfach ein paar Möbel auf Tasch am Start sind, damit die nicht halt, ne, damit die nicht sofort alle wieder verbraucht werden, wenn sie produziert werden, dass wir da auch mal ein bisschen Reaktionszeit haben, weil die sind wichtig für die Unity-Produktion, genauso auch wie die Medizin. Wir sehen, wir haben gerade wieder eine schwere Grippe, die durch die Anwendung der Arzneimittel nicht dazu führt, dass wir Arbeitskräfte verlieren, glücklicherweise. So, und wenn jetzt gleich hier das Schiff fertig ist, kann es sein, dass wir sogar erstmal noch eine Stadt vorübergehend hier nach vorne bauen müssen, hier vorne dran. Weil, wenn das Schiff abgegradet wird, braucht es immer mehr Menschen, immer mehr Arbeiter. Und das kann dann dazu führen, dass wir nicht genug haben, tatsächlich. Dass wir zusehen müssen. Jetzt wurden wieder Platten geliefert, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Wie viel Besatzung braucht es denn momentan? 125 und wir haben 153. Also ihr seht schon, ist schon hart am Limit, auf jeden Fall. Hart am Wind. Da kommen nochmal Platten, sehr schön, immer rein damit und jawohl, da wird's gebaut. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Menschen wir dann als Besatzung brauchen. Ja, hier gewittert es gerade im Spiel und lustigerweise in der Realität, hier hat es auch schon richtig heftig gewittert gerade eben. Da habe ich gerade eben noch kurz abgewartet, bis das Gewitter so ein bisschen sich abgeschwächt hat, damit ich nicht irgendwie jetzt hier in einen, ja, man weiß ja nicht, was passiert beim schweren Wetter, kann ja alles Mögliche passieren tatsächlich, damit ich nicht irgendwie in eine Havarie rein aufnehme und das nicht mitkriege, keine Ahnung.
Ja, man hat es gerade ein bisschen donnern gehört im Hintergrund tatsächlich. So, 130 Mannschaft zuweisen. Jetzt haben wir noch 23 Arbeiter übrig. Okay, damit können wir jetzt hier die letzten verbliebenen Piraten wegklatschen. Wir haben jetzt eine Kampfkraft von, okay, 900. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten mehr als 900, aber egal. Wo gehen wir denn hin als nächstes? Lass doch mal hier hingehen. Feinde, genau. Lass mal dahin gehen und mal gucken, wie es läuft. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall wird es nicht ohne Beschädigung ablaufen. Aber wir sind ja dann ungefähr so von der Ausrüstung her auf Augenhöhe mit den Piraten. Ne, weil Kampfkraft 900, die haben halt 90 Punkte mehr, aber das muss nicht unbedingt was heißen. Das kann auch einfach dann so eine Art Glücksfaktor nochmal sein im Late Game, dass man halt nicht sofort immer gewinnt halt. Dass es so ein bisschen so ein Unsicherheitsfaktor ist, dass das eigene Schiff ein bisschen schwächer ist. Dass man halt vielleicht auch zweimal dahin fahren muss. Ja, und hier vorne habe ich auch weiterhin aufgeschüttet. Genau, ist auch wichtig, das zu erwähnen. Ja, und jetzt ist hier das letzte Ding zugemacht worden, wie es aussieht. Ja, sieht doch gut aus. Guck mal, dann können wir hier dann die Atomenergie machen. Können wir gleich dann mal gucken, was uns da jetzt noch fehlt. Also auf jeden Fall das Schlamm, Klärschlammwasser hier müssen wir loswerden. Jetzt haben wir einen Kampf. Okay, das eine Schiff ist schon neutralisiert. Damit müsste das jetzt eigentlich gewinnbar sein. Jawohl, ist gewinnbar. Und wir haben 27 Elektronik Stufe 3 bekommen. Nice. Ja, dann lass mal gleich zurückfahren und erstmal reparieren. Besser ist das. Eilt die Weil, dann können wir nämlich mit voller Energie und voller Kraft wieder uns noch eine andere Location suchen. Hier war nochmal ein Uranbergwerk, wo wir dann hinfahren. So, jetzt muss ich mal schauen. Also wir haben jetzt das Absetzbecken entsprechend fertig gebaut. Und jetzt ist hier Yellow Cake am Start. So, Yellow Cake. Muss ich jetzt mal nachgucken. Da wurde auch nochmal gesagt, ja, wenn ich hier bei dem Besen drücke, dann kann ich hier Rezepte suchen. Ja, das weiß ich auch tatsächlich. Das habe ich jetzt nur nicht immer gemacht, weil ich halt gehofft habe, dass ich mir auch an das ein oder andere erinnere. Aber manchmal, wie es so ist, erinnert man sich ja dann doch nicht. So, Anreicherung müssen wir machen mit dem Yellow Cake. Fluorwasserstoff müssen wir erstmal herstellen vorher. Und den kriegen wir aus Gestein, Säure. Okay, alles klar. Gestein und Säure. Säure haben wir ja hier direkt nebenan. Und natürlich müssen wir auch wieder ein Absetzbecken produzieren. Dann hauen wir 12 Einheiten raus. Und dann können wir. Dann haben wir reichlich, mehr als genug. Aber dann brauchen wir noch. Genau, dann brauchen wir angereichert und abgereichertes Uran. Alles klar. Ah, man kann aber auch. Ich sehe in der Chemiefabrik 2 kann man mit Ammoniak und Fluorwasserstoff auch Betäubungsmittel herstellen. Alles klar, okay. Okay, das Fluorwasserstoff wird auf jeden Fall noch wichtig für die anderen Uran-Schritte, die dann noch kommen. Alles klar. Also, wir müssen ein Absetzbecken aufbauen. Ein AAA-Absetzbecken. So, was machen wir mal? Einfach mal. Machen wir mal das mal hier gegenüber von dem Turm. Der Turm kommt ja dann irgendwann weg. Oder warte, wir machen das hier hin. Ich muss ein bisschen hier noch Platz lassen, weil hier wird ja eventuell auch noch mal erweitert werden. Und hier möchte ich auch ein bisschen Platz lassen noch. Mach's mal hier neben den Turm. Direkt neben den Turm. So, dann stellen wir da gleich mal das hier ein. Genau. Und sagen, mach mal schnelle Lieferung. Genau. Und dann macht man dahinter noch einen Behälter, den sie voll halten für Gestein. Würde ich sagen. Wo sind denn da die Eingänge für die Säure eigentlich? Warte mal. Mal ganz kurz gucken. Ah, an der Seite, okay. Ja, da braucht man nicht beide, oder? Würde ich jetzt mal stark annehmen. Ich mach's jetzt mal so, keine Ahnung. So, und dann sagen wir hier Gestein und sagen vollhalten und sagen Priorität 8. Ein bisschen höher als die Priorität von dem anderen Gesteinsdingensbummens. Damit da hier auch was ankommt. Genau, weil das ist wichtig für die Atomverarbeitung. So, dann müssen wir Säure rüber transportieren. Die hatten wir ja, genau, hatten wir ja schon gemacht. Sicher, sicher, sicher. Das hatten wir schon gemacht. Genau. Dann machen wir das so. Und rödeln das da einfach mal rein. So, dann entsteht Schlacke. Die kommt ja auch unter anderem hier raus. Genau, und die wird ja hier abgeholt. Dann lasst mal hier einen Behälter für Schlacke aufbauen noch. Würde ich sagen. So, und dann sagen wir hier Schlacke und sagen leer halten. Oder nee, warte, damit es nicht so viel. Huch, damit es nicht so viel Platz wegnimmt, nehmen wir mal lieber nur einen kleinen Behälter.
sagen Schlacke, genau, und sagen leer halten. Und dann machen wir da mal einen, genau, ein Förderband dahin. Und hier ziehen wir dann auch ein Förderband raus. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Genau. Können wir das da so drüber fädeln? Warte mal, mach das mal so auf Höhe 2, genau. Und fädel das mal hier so lang. Und dann macht das, genau, macht das hier einfach so vorbei und dann runter und dann rein. Hervorragend. Nice, nice. Ist doch Schlacke, die hier rauskommt. Ja, ja, ist Schlacke, die da rauskommt. Alles gut. Genau. So. Jetzt müssen wir hier noch den Schlamm, den Klärschlamm rausleiten lassen. Das machen wir jetzt auch mal hier rüber. Und der muss jetzt rüber zur Kläranlage tatsächlich. Zur Klärschlammanlage. Da müssen wir mal gucken. Kommen wir hier noch unten drunter durch? Ja, da ist noch ein Ding frei. Alles klar, dann machen wir das mal. Wir müssen nur schauen, kriegen wir das hier so rüber über die... Okay, nee, kriegen wir nicht, ne, so... So außenrum halt, ne? Wie man das halt so legt, wenn man kaum noch Platz hat. So ist... Da ist es hier nicht auch? Warte mal. Ah, nee, das ist Dünger. Ich wollte gerade sagen, weil das so... So grün aussah, habe ich gedacht, das wäre dasselbe Zeug. Nee, alles gut. Es ist Dünger. Es ist kein Schnodder, der recycelt werden muss. Alles gut. Alles cool. So, dann liegt das mal so lang, so lang. Und dann so lang, genau. Kommen wir da wieder raus auf der anderen Seite auch? Das ist ja immer die andere Frage. Kommt man da auch raus? Ich habe keine Ahnung. Warte, wir müssen... Ja, so. Und dann eins hoch vielleicht. Ja. Nice. Okay, und dann hier irgendwie mal... Ja. Rein da, meine lieben Freunde. Rein da. Das können wir ja da hier einfach in das Rohrstufe 2 einfach reinleiten noch mit. Das geht ja. Da ist ja genug Kapazität übrig, nicht wahr? Guck mal. So, hervorragend. Gleich mal bauen. Schnelles Bauen. Immer schön schnelles Bauen, damit es schnell fertig ist und schnell läuft. So, damit müsste das jetzt... Hier kommt jetzt der Yellow Cake und hier kommt das Zeug raus. Hervorragend. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir diese Anreicherungsanlage, glaube ich. Hier war es, glaube ich, auch nicht dabei. Hä, warte mal, wo war die dabei? Sekunde mal kurz. War das auch die Anreicherungsanlage? Anreicherungsanlage, ja. Ah, okay. Ich kann sie auch darüber direkt... Okay, dann ist es auch egal. Tatsächlich. Ja, dann bau die einfach... Lassen wir mal hier noch ein bisschen Platz, falls wir da noch was benötigen. Und dann, warte, mach die so, genau, mach die so. Nicht zu nah, weil ich weiß nicht, ob ich noch ein zweites Schredder-Ding brauche. Lassen wir da lieber mal ein bisschen Platz noch. So, dann mach das nach oben. Nehmen Sie es nach oben. Ja, kannst du ruhig auch so ein bisschen hoch machen, genau. Und dann mach das so. Und dann den Yellow Cake. Den legen wir dann einfach da rein. Hervorragend. So, und da ist ja eh nur das eine Rezept möglich. Und dann kommt tatsächlich angereichertes Uran und abgereichertes Uran raus. Nice. Hat einer ja auch gesagt, hier die Atomlocation direkt neben dem Wald, neben dem strahlenden Wald, der Atomwald sozusagen, ist auch schön. Jawohl, guck mal, sie werden angereichert. Ja, okay, wenn jetzt noch mehr Strom da wäre. 1,2 Megawatt braucht das. Junge. Da müssen wir vorübergehend ein paar Sachen mal stilllegen, glaube ich. Weil das kriege ich mit meinem Strom, den ich jetzt habe, glaube ich, eher nicht hin. So, Moment, jetzt müssen wir mal schauen, wie geht es denn danach eigentlich weiter? Das ist ja dann die andere Frage. Warte mal, dann haben wir ja das angereicherte Uran, 4%. So, und das muss ja dann hier drin, zusammen mit Stahl, muss das dann zum Brennstab werden. Okay. Dann machen wir das doch mal mit Stahl. Dann müssen wir Stahl natürlich erstmal auch hierher leiten, natürlich. Ich mache das jetzt einfach mal hier so daneben. Warte mal, wie viel kommt denn da raus? 0,75 und hier wird dann verbraucht entsprechend. 3 werden verbraucht, okay. 0,75. Wie viel Yellow Cake kommt denn da? Warte mal, brich das nochmal ab. Wie viel Yellow Cake kommt da? 4,5 werden hier gebraucht.
Hier kommen 9 raus. Da braucht man 2 von diesen Anlagen, damit es durchläuft. Okay, ganz wichtig. Müssen wir entsprechend dann berücksichtigen, dass wir davon 2 brauchen, damit wir nur ansatzweise... Wenn ich jetzt aber erstmal das aufbaue, machen wir es vielleicht mal ein bisschen im größeren Abstand. Wenn ich das jetzt erstmal aufbaue, müsste das aber trotzdem erstmal passen. Weil wir müssen ja jetzt dann noch... Wir können ja das erstmal zusammenkommen lassen quasi, wenn ihr versteht. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn das dann? Das ist ein flaches Band, genau. Dann legen wir das doch einfach mal schon mal dahin. Und der Stahl kann ja auch erstmal per LKW kommen. Es sind ja nur 0,75, die da gebraucht werden. Weil Stahl ist hier jetzt nicht genug Arbeiter. Okay, warte mal. Da müssen wir jetzt doch noch mal schauen. Mal reparieren hier. Dass wir vielleicht mal entweder das Schiff kurz mal stilllegen. Oder dass wir noch eine Stadt bauen. Eine Stadt ist natürlich ein bisschen schwieriger, da brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Aber hier wird schon Gestein aufgeschüttet, von daher müsste das eigentlich passen. Wenn wir da jetzt gleich noch ein bisschen warten, bis da Gestein am Start ist. Genau, hier wird auch Erde noch aufgeschüttet. Hier geht es jetzt gerade nicht so ganz weiter. Genau, wie sieht es eigentlich mit den Abbaumaßnahmen an? Okay, da kommt erstmal wieder Golderz, wie es aussieht. Hier müsste auch Abraum entstehen normalerweise. Unter dem Gold sieht es so aus, als wäre da ein bisschen Abraum auch. Also das sollte auch entstehen. Hier sollte auch Abraum entstehen mit Kupfererz sogar zusammen. Okay. Ja genau, stimmt. Da können wir auch mal noch ein bisschen hier drüben noch reinbaggern tatsächlich. Und dann hier noch ein bisschen Platz machen, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Solarpanel noch aufbauen können an der Stelle. Ist denn hier daneben noch genug Platz für Paneele? Nee, dann blockiere ich hier, glaube ich, die Fahrzeuge. Das sollte ich nicht machen. Schiff wurde vollständig repariert. Na, das ist doch super. Dann lass das Schiff doch noch einmal losfahren, wenigstens. Lass mal hier hin jetzt fahren, komm. Kriegen wir noch ein paar Mikrochips. Dann muss das hier muss dann nämlich nicht laufen, um Mikrochips zu produzieren. Und dann passt das auch. Genau, brauchen wir hier eigentlich Rechenpower? Nee, brauchen wir nicht, okay. Ja gut, Atomkraft, da kommt wieder angereichertes Uran. Wir produzieren angereichertes Uran, meine lieben Freunde. Das ist schon mal gut. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dem abgereicherten Uran machen können, aber das wird sich sicherlich auch noch ergeben. Warte mal, das können wir ja gleich mal nachlesen. Abgereichertes, was können wir damit denn machen? In einer Absetzanlage können wir... Nee, warte mal, Verbrauch. Kann nur in Bergbaukontrollgebieten mit einem Verkippungsfilter verkippt werden, okay. Oder mit Plutonium zusammen. Okay, wir sollten es auf jeden Fall einlagern, glaube ich. Aber das ist neu, definitiv, dieser Weg. Der ist definitiv neu. Okay, Kampf. Na, okay, eine Waffe ist schon weg. Ein Turm. Okay, ein Schiff ist weg. Sehr gut, gewonnen. 34 Elektronik Stufe 2. Neues. Ja, fährt schon automatisch zurück, das Schiff. Sehr gut. Ich meine, wir erkaufen uns das jetzt halt, ne, mit den anderen Ressourcen halt. Mit den Platten und mit den Reparaturen, die wir durchführen müssen. Aber ja gut, ist halt dann so, ne. Ist trotzdem, glaube ich, etwas günstiger, als da jetzt Anlagen für die Chips aufzubauen. Die wir ja energetisch noch gar nicht versorgen können, richtig. Also man merkt jetzt schon, es wird schwieriger bei Captain of Industry auch die Atomkraft an den Start zu bringen. Weil man muss ja jetzt berücksichtigen, dass man dieses Uranzeugs, dass man das entsprechend jetzt auch einlagern muss. Also das abgereicherte Uran. Dann machen wir doch hier gleich mal einen Behälter, damit das nicht schon irgendwo verkippt wird. Das wäre jetzt nämlich, glaube ich, etwas ungünstig. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht besonders gesund für die Bevölkerung, wenn die das Uran, das abgereicherte, wenn die das hier verkippen irgendwo. Da ist es, abgereichertes Uran. Das sieht aus wie Dünger. Nicht verwechseln, ja. Schön aufpassen. Das Blöde ist, da entsteht halt auch ganz schön viel davon, ne? Ist nicht so ohne, meine lieben Freunde. Das ist echt nicht so ohne. Das müssen wir echt auf dem Zettel behalten. Wenn ich das mal sagen darf, das müssen wir echt auf dem Zettel behalten. So, aber was ist denn jetzt dann das Ergebnis? Warte mal. 3 Brennstäbe, okay. Lass mal da gleich noch ein Pufferlager noch aufbauen für Brennstäbe. Und vielleicht am besten auch direkt ein großes. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben erscheint. Aber ich glaube, das ist schon eine nicht ganz so schlechte Idee eigentlich.
Dass wir das mal machen. Dass wir dann mit einer großen gepufferten Menge dann entsprechend den Reaktor, den wir jetzt einfach erstmal aufbauen und anschließen mit Kühlwasser und so, dass wir den dann gleich kickstarten können, dass der eine Weile läuft. Dass wir in der Zeit dann die Möglichkeit haben, so kritische Dinge, wie zum Beispiel die Anreicherung oder auch die Entsorgung, dass wir das halt, dass wir genug Zeit haben, um das alles aufzubauen und in Gang zu setzen, so. Genau, und hier ist eh noch kein Platz. Hier muss eh noch ein bisschen aufgeschüttet werden. Von daher passt das auch, genau. So, wir sehen, das dauert auch einen Moment, bis da überhaupt genug angereichertes Uran zusammenkommt. Ich muss auf jeden Fall noch eine zweite Anreicherungsanlage bauen. Das meine ich halt, ne? Wir werden wahrscheinlich mit dem ersten AKW die Dinger schneller verbrauchen, als wir sie produzieren. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn wir das jetzt hier mal schon noch laufen lassen. Das ist halt schon krass, ne? Das ist halt schon irgendwie nur so ein Bruchteil von dem, was halt gebraucht wird eigentlich. Aber die Menge an abgereicherten Uran ist halt riesig, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie ihr sagt. Was haben wir denn da noch für eine Option? Abgereichertes Uran in der Chemiefabrik mit Salz zur Brutmantelbrennstoff. Auch das können wir noch nicht machen, weil es noch nicht freigeschaltet ist. Dazu müssen wir, um das freizuschalten, müssen wir irgendwie erstmal 100 Einheiten Atommüll produzieren aus dem AKW. Das heißt, ohne laufendes AKW können wir diese Verarbeitung auch gar nicht in Gang setzen. Das wird also sehr lustig. Müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel behalten. So, ich hoffe, da wird jetzt der Rest noch aufgeschüttet und dann gültet das. Wir müssen das Schiff reparieren. Definitiv. Reparieren, reparieren. So, aber die Kohle, der Verbrauch hat sich schon reduziert, das muss man mal sagen. Also zum einen natürlich, weil ich nicht unerhebliche Mengen Kohle jetzt schon aus Holz produziere. Über die Köhlerei. Und ich habe auch hier die Anbaufläche fürs Holz nochmal vergrößern lassen hier, ne? Habe ich nochmal gemacht, mehr Pflanzfläche, damit das hier größer wird. Genauso mindestens so groß wie hier. Könnte man auch noch ein zweites Pflanzgerät noch entsenden, dass das noch schneller angepflanzt wird alles. Ja, und hier hinten wird ja auch noch geerntet. Die Fläche ist allerdings schon fast zur Hälfte gerodet. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das wird demnächst auch wieder weniger. Und wir haben minus 5 Arbeiter. Das ist natürlich so eine Sache. Ja, so ist das halt. Ja, aber ich schätze mal, spätestens wenn hier aufgeschüttet wurde, müssten eigentlich die großen LKW spätestens dann auch hier aufschütten. Na stimmt, das wollte ich noch machen, dass die da auch hinkommen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Da müssen wir die ganzen Wasserleitungen hier wieder durchtrennen. Warte mal, dann legen wir diese Brücke, die wir da jetzt brauchen, die legen wir dann einfach mal so hier hin. Kann man die hier so dazwischen schieben zufällig irgendwo? Nee, kann man nicht. Okay, egal. Weil dann verbinde ich dann nämlich die ganzen Leitungen, die da jetzt dranhängen oder die da jetzt dran vorbeigehen und auch das hier alles. Das lege ich dann da unten drunter durch. Und dann müssten diese großen LKW eigentlich in der Lage sein, hier vorne bei der Stadt zu verkippen. Weil da ist nämlich auch eine Verkippungszone. Also sie würden theoretisch das auch können, wenn wir das hier noch aufschütten und sie dann hier rüberfahren können. Aber das dauert zu lange. Da so viel Erde kriegen wir, glaube ich, auch nicht zusammen. Weil da wird ja nur Erde verschüttet momentan. So, genau. Wasserressource wird knapp. Ja gut, das ist immer noch hier. Hat sich das eigentlich wenigstens ein bisschen erholt? Ah ja, guck mal, das hat sich jetzt wenigstens ein bisschen erholt schon wieder. Also das Kompensieren über das Wasser hier hinten hat dann schon was gebracht auch. Und auch die Kläranlage, die läuft ja weiter durch und produziert immer 120 Wasser bei jedem Durchlauf jetzt. Das sieht also ganz gut aus. Okay, so jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier für Rohre? Da muss ich jetzt ein bisschen operativ eingreifen. Das ist leider nicht so einfach. Sind ja nur Rohre. Rohre umzuverlegen ist noch recht einfach. Förderbänder sind da immer etwas undankbarer, wenn man die umverlegen muss. Definitiv. So, das ist etwas niedriger. Genau, das kann dann da rein. So, dann haben wir das schon mal umverlegt jetzt. So, was haben wir hier? Das ist auch eine Dampfleitung. Auch die muss entsprechend umverlegt werden. Die ist allerdings permanent in Benutzung, wenn ich das richtig... also fast permanent in Benutzung. Warte mal, die geht von da nach da. Okay. Ja, dann machen wir die direkt daneben einfach. Neben die, die wir gerade verlegt haben. Das war jetzt hier, ne? Manchmal ist das ein bisschen nervig, weil manchmal will er dann nicht da anschließen, wo man das abgeknippert hat. Da muss man ihn ein bisschen dazu zwingen. Tatsächlich. So, warte, mach das so. Und dann runter. Dann dahin. Runter.
Dahin, wieder rauf und dann da rein. Hervorragend. So, schön schnell bauen, damit hier die Leitungen, die wichtigen, nicht unterbrochen werden. So, und jetzt die Creme de la Creme. Das ist hier diese Wasserleitung. Die geht da in diesen Verteiler rein. Dann lass das doch mal hier nochmal neu machen. Genau. Dann nehmen wir jetzt mal den mittleren Durchgang. Würde ich sagen. So, das müssen wir schnell machen, weil das ist wichtig. Das ist sehr, sehr viel Wasser, was da sonst verloren geht. Wenn wir das nicht... Nein, warte. Stück zurück noch. Schnell. Wieder rauf. Und dann da rein einfach. Zack. Und fertig. Ganz wichtig, dass die schnell wieder aktiv ist. So, dann haben wir hier nochmal eine Dampfleitung. Okay, die auch permanent aktiv ist. Die aber irgendwie gerade nicht in Benutzung ist. Kippmulde bemüht sich, ein Ziel zu finden. Genau deswegen müssen wir das nämlich jetzt machen, weil die wollen jetzt nämlich schon da verkippen an der Stelle, kommen da aber nicht hin. So, das heißt, das legen wir jetzt auch nochmal neu. Und schnell liefern lassen. Hervorragend. So, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt noch das Chlor und dann noch die zwei hier und dann, beziehungsweise, ja doch, die zwei. Und dann müsste es eigentlich erledigt sein. Soweit. Also er müsste zumindest erstmal alles verbunden sein, so wie es sein soll. So, das legen wir jetzt einfach mal hier vorne lang. So. Ja, ich weiß, geht ein bisschen schnell jetzt vielleicht für den einen oder anderen, aber was soll man machen? So ist es halt. Man muss auch mal schnell sein. Genau, das hier muss dann entsprechend noch verlegt werden, neu verlegt werden. Das ist die Sohleleitung für die Wasserreinigung. Genau, lass das mal so machen hier. Und leg das mal da unten rein dann. Wer jetzt sagt, ja, das mit den Stelzen ist doch eigentlich da voll unnötig an der Stelle jetzt. Ja, prinzipiell könnte man auf die Stelzen an sich auch verzichten, theoretisch. Aber ich mag die halt. Weil ich meine, da können wenigstens die kleinen LKW ein bisschen eine Abkürzung nehmen an sich. Die großen, die interessieren sich ja für die auf Stelzen gebauten Sachen nicht. So, wunderbar. Das kommt dann weg und das wird schnell geliefert. Und dann machen wir hier dann entsprechend... Nein, oh Gott, das will nicht da. Ah, Moment, das muss ich nochmal wegmachen. Das ist leider falsch. Und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal wegmachen, da den Schniepel. Denn sonst kann ich da, ja genau, sonst kann ich da nämlich, glaube ich, an die nach oben ausgerichteten kann man immer nicht wirklich ran. So, jetzt warte, jetzt muss es da rein. Genau. Wunderbar. Ist doch Sohle hier, oder? Ja, ist Sohle, genau. Haben wir richtig gemacht. So, das hier ist, ah, der Dünger, genau. Der muss natürlich auch entsprechend da hinten hin. Der muss jetzt leider ein bisschen einen kleinen Umweg bekommen. Von wo kommt der nochmal genau? Der kommt von da. Dann knippern wir das mal hier ab. Machen das bis hier hinweg. Und schließen das Ganze. Wo ist er? Oh Mann, ey. So, so einen Anschluss dann wieder zu finden, ne? Das ist auch geil eigentlich. So, genau. Guck mal. Und jetzt kommt der nämlich hier vorne einfach rein. Ich weiß, das nimmt jetzt hier schon auch ein bisschen Platz weg insgesamt. Aber ich werde das vielleicht auch dann nochmal neu machen und ein bisschen kompakter noch versuchen aufzubauen. Jetzt will ich erstmal nur schauen, dass wir das schnell hinkriegen, dass die LKW da durchkommen. Dass das alles funktioniert einfach. Ja, leg das mal da vorbei. Genau, ist okay. Ja, und so einen kleinen Knick noch da reingemacht, ist jetzt egal. Hauptsache es fließt. Das Speis muss fließen. So, und jetzt noch hier den Salzdingens noch weg. Den machen wir mal wirklich mal bis hier vorne weg tatsächlich. So, und jetzt müssten sie eigentlich schon das Ziel erreichen können, normalerweise. Würde ich sagen. Also wir müssen mal gucken, die Wegfindung müssen wir gleich mal ab. Ja, jetzt haben sie es. Und dann dahin und da hoch. Jawohl. Nice, so, da haben wir es. Jetzt müssten sie hier eigentlich diese Rampe benutzen können normalerweise. Dann können sie das hier alles bypassen. Genau, guck mal, da kommen sie schon. Nice, weil dann können wir nämlich den ganzen Abraum, der aus Stein besteht, der kann dann nämlich hier vorne aufgeschüttet werden. Dann haben wir hier noch Platz für eine neue Siedlung dann. Können dann eine Siedlung aufbauen.
Das ist sehr praktisch. Auch die Schlacke kann hier verkippt werden. Genau. Sehr schön. Nice, nice. So, wie sieht's aus? Haben wir jetzt schon Brennstäbe? 28 Brennstäbe immerhin schon. Wie viel? Ja, ach, das geht doch eigentlich. So, okay. Kann man so machen. Dann, ja, müssen wir halt schauen, noch ein bisschen sparen, was die Brennstäbe angeht. Noch ein bisschen was auf die Seite packen. Und dann ist ja schon der Reaktor eigentlich das nächste Ding. Was brauchen wir da eigentlich nochmal für Teile dann? Kernreaktor. Wir brauchen 400 Stufe 4 Teile. Nicht schlecht. 288 Wasser. Da müssen wir erstmal einen Wasserbehälter volllaufen lassen mit dem Wasser. Sonst, wir müssen den ja kickstarten. Aber dann läuft es ja im Kreislauf an sich. Dann kommt ja Dampf raus und im Kühlturm wird der Dampf ja wieder zu Wasser. Und dann können wir das wieder zurückleiten. Also von daher müsste es gehen. Also als nächstes dann Kernreaktor, meine lieben Freunde. Könnt ihr euch schon mal fett im Kalender eintragen. Nächste Episode und danach dann schon die nächste Stufe Kernreaktor. Dann machen wir Kernreaktor über Kernreaktor über Kernreaktor. Dann geht das hier nur noch in einer Tour, ja? Aber jetzt haben wir erstmal die Anreicherung geschafft. Ist doch auch was Schönes. Die kann ja, wie gesagt, erstmal schon laufen. Die werde ich auch ein bisschen laufen lassen, dass vielleicht, ja, so wenigstens so 100 Brennstäbe zusammenkommen. Da müssen wir halt mal gucken, ne? Wie wir von da dann weitermachen. Nicht schlecht. Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.